Das Hier und Jetzt wird dauernd predigt. Aber von allen nicht gelebt. Alle arbeiten für ihre Pensionskassen und Altersvorsorge. Es steht für mich außerhalb auf jeden Fall mal des Mainstreams, was sowohl seine Kunst angeht, als auch was generell seine Lebenseinstellung, so wie ich sie kenne, und Lebensphilosophie angeht. Und er versucht das durchzuziehen, meiner Meinung nach, mit einer bewundernswerten Konsequenz. Warum man Kunst braucht? Warum brauchen wir Sauerstoff, dass wir leben können? Brauchen wir zu essen, dass wir physisch leben können? Wir brauchen Gedanken, dass wir in einem höheren Sinn leben können. Und Kunst brauchen wir auch, dass wir seelisch, geistig uns ernähren können.